lange hat die Arbeit an der Serie gedauert? Insgesamt ja. Circa ein Jahr. So. Und wie hat die Arbeit begonnen oder wie bist du dann darauf gekommen, das in Bildern so auszudrücken? Das ist ganz schwer jetzt irgendwo auf einen Punkt zu formulieren. Also es ist so, es ist ein Prozess entstanden. Es gibt so ein paar Bilder, die halt auch noch vor der Erkenntnis entstanden sind und dann halt im Prozess hat es sich entwickelt und irgendwo gezeigt, dann tatsächlich auch durch die Bilder. Und dann hat es sich weiterentwickelt, was ich dann auch wiederum in Bildern begleitet oder verarbeitet habe. Und war es, als der Erkenntnisprozess kam, beziehungsweise dann einsetzte, war die Arbeit dann viel intensiver? Hast du sie dann viel intensiver empfunden? Oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen? Ist ganz schwer zu sagen. Also die eher anfänglichen Bilder sind vielleicht intuitiver entstanden und bei den späteren Sachen hatte ich dann irgendwo vielleicht schon so ein bisschen Bilder im Kopf, die ich dann umgesetzt habe, die sich aber dann während des Machens auch wieder verändert haben. Mhm. Und wir hatten ja eben hier im Raum immer wieder die Diskussion, dass gar nicht so viel über die Technik an den Bildern gesprochen wird, sondern eigentlich mehr über den Inhalt. Und war es für dich einfach oder wie bist du darauf gekommen, die verschiedenen Fototechniken anzusetzen für dieses Thema? Das ist auch im Prozess entstanden. Also die Kamera selber kann technischerseits nicht besonders viel. Mhm. Es war eine gewisse Herausforderung, dann bestimmte Bilder, die halt irgendwo im Kopf waren oder halt mit den Gegebenheiten generell kameraseits von der Umgebung, Ideen, dann umzusetzen, dann hat sich das ja so geformt. Hast du denn in dieser Serie, hast du denn verschiedene Techniken dann ausprobiert oder war die von Anfang an schon klar, das möchte ich jetzt ausprobieren oder war das eher auch so ein Prozess? Genau, auch das war mehr so ein Prozess und im Prozess kam dann, wurde die Technik auch, die ich dann eingesetzt habe, teilweise etwas komplexer, ein bisschen komplizierter, dass ich halt ja, wo ich die Technik ein bisschen mehr kannte, wusste ich dann halt auch irgendwo, wie ich sie ein bisschen besser ausreizen kann. Und, das ist gerade das schwer auszudrücken, hat dir das denn geholfen, also war, je komplexer die Technik wurde, konntest du dadurch dann auch besser das wiedergeben oder das in den Bildern zeigen oder war manchmal die Technik eigentlich störend und das Intuitive vorher einfacher? Schwer zu sagen, wirklich ganz schwer zu sagen. Also das ist die Komplexität, die Grenzen, es ist irgendwie miteinander auch gewachsen. Mhm. Also. Ja, weil ich mich halt gerade so frage, wenn man ja in so einem künstlerischen Prozess ist und dann inwiefern eigentlich eine Technik dann vielleicht auch manchmal einen vielleicht auch behindern kann, das auszudrücken, was man intuitiv gerne ausdrücken möchte. Ist in gewisser Weise ja schon schwierig dann halt irgendwo, gerade wenn sich ein Bild im Kopf schon geformt hat, zu sagen, irgendwie von wegen, ich möchte jetzt in diesem Fluss irgendwo drin bleiben, die Technik nicht komplett ändern oder sowas. Da dann halt einen Weg zu finden, das auch mit diesen Mitteln halt ausdrücken zu können. Und ja, also da dann vielleicht auch einfach irgendwo nochmal wieder eben Sachen auszuprobieren, die hier jetzt gar nicht unbedingt zu sehen sind, das dann halt auch, ja, es ist generell nicht alles zu sehen, weder technischerseits noch was halt irgendwo eben vielleicht auch irgendwo nebenbei noch an Ideen entstanden ist, vielleicht auch gar nicht umgesetzt ist. Also es ist so wie im Leben. Sachen, die sich dann halt weiterentwickeln. Irgendwie den ersten Strich macht man halt irgendwo, man kann den Stift noch nicht richtig halten. Irgendwann kann man den Stift richtig halten und kann auch wunderschön schreiben. Das ist auch so ein Prozess, der sich dann halt entwickelt. Und da dann irgendwo zu sagen, von wegen, ja, ganz am Anfang hätte ich das vom Schluss noch nicht gekonnt, weil es halt das in Etappen einzuteilen, wie ich schreiben gelernt habe im Nachhinein. Könnte ich auch nicht. Machst du wieder eine Ausstellung? Oh! Du hast,
wenn es passt. Du hast schon während der Vernissage die ersten 5 Bilder verkauft. Ich will mich dadurch jetzt aber nicht irgendwie unter irgendeine Art von Druck setzen. Das ist, also für mich bleibt es ein Prozess. Ich möchte da nichts planen, ich kann da nichts vorhersagen. Auf Knopfdruck kreativ sein. Okay. Vielen Dank für das Interview.